Leute, was geht? Gorilla LP wieder am Start. Und ja, da jetzt schon mein Vlog, das letzte Video war, der kam auch, glaube ich, auch vor einer Woche kam der raus. Habe ich schon gedacht, mache ich mal was Besonderes. Also für meine Verhältnisse was Besonderes. Und habe ich mir gedacht, machen wir mal ein kleines Pack-Opening in FIFA 17. Da ich natürlich nicht das Geld habe wie die großen YouTuber. Wird es nur ein ganz kleines sein. Aber naja, besser als nix, wie ich finde. Pack Opening habe ich mega Bock. Die ersten Münze-Upgrades sind rausgekommen. Team of the Week ist diese Woche wieder mega geil. Und ich habe dieses Jahr nur Bullshit gezogen, obwohl ich schon 100 € reingesteckt habe. Und ja, erstmal kurz die Musik ein bisschen leiser stellen. Falsch. Ja, vielleicht ist ja heute mal einigermaßen was Gutes drin, was ich natürlich nicht glaube, so wie ich FIFA kenne, so wie ich EA kenne. Aber naja, man ist halt doch immer so blöd und kauft sich immer Points. Von daher. Ja, das ist dann mittlerweile, glaube ich, mit der PlayStation-Karte habe ich jetzt, glaube ich, schon 120 € in FIFA reingesteckt dieses Jahr. Leicht übertrieben. Aber naja. Ja, Winter-Upgrades, alles klar. Komm, ich will das nicht sehen, weiter. Geht doch. So, dann würde ich sagen, holen wir uns mal schnell die Coins. Points meine ich, sorry. Ja, wie gesagt, 2200 Points in ein paar Sets. Ich werde, denke ich mal, nur die 15k-Sets ziehen. Ja, was gibt's noch zu sagen? Heute Bundesliga geguckt, wie jeden Samstag eigentlich. Junge, Junge. Da haben's ja der Bayern wieder spannend gemacht, ne? Aber ich finde auch, da braucht sich keiner drüber aufzuregen, wenn Hertha hier ständig am Rumliegen ist und Krämpfe und dies, das und dann noch, keine Ahnung, dann noch ein Wechsel oder zwei Wechsel in der Nachspielzeit. Ich habe keinen Plan. Der Freistoß wurde gepfiffen, bevor die 5 Minuten abgelaufen sind. Von daher finde ich das absolut gerechtfertigt. Auch wenn es wieder ein Bundesligaspiel der Bayern war und nicht so ein Hammerspiel wie gegen Arsenal, das war echt nicht von dieser Welt, sag ich mal. Das war echt Hammer, was sie da gemacht haben. Ja, da würde ich sagen, fangen wir mal an. Ja, Bullshit. Ja, war klar. Ich nehme mal die Verträge in meinen Verein packen. So, nächstes Pack. Bullshit. Ah, komm, auf die Transferliste packen. Der Rest ist natürlich wieder. Muss man nicht haben. Muss man echt nicht haben. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum ich immer wieder Geld in dieses dumme Spiel reinstecke. Ey. Nur Abzocke, ey, das ist zum Kotzen, ohne Mist, da könnte ich mich schon wieder so drüber aufregen. Das. Eieieiei. Das ist meine eigene Dummheit, dass ich das immer wieder mache, immer wieder Geld reinstecke in dieses Scheißspiel, ey. Ohne Mist, da könnte ich schon wieder so abkotzen. Mann, Mann, ey. Natürlich. Duplikat. Geil. Boah, guckt euch das an. Ohne Mist, guckt euch das einfach an. Meine Fresse, ey.
Mann, du. Zum Heulen. Ist einfach nur zum Heulen. Ach komm, fickt euch. Meine Güte, das ist so traurig, dieses Spiel. So. Ja, gut, wieder nur Bullshit. Ja, letztes Pack von den Guten. Aber ja klar. Boah, das ist so Sackgang, ey. Nur Abzocke. Drecks EA, ey, ohne Mist. Meine Fresse. Natürlich wieder Miralas. Komm, fickt euch, ey. Meine Fresse, ey, so traurig ohne Mist. Ja, komm noch so ein Bumset. Ja, geil. Geil. Ja, gut, meine Freunde. Dann sollte es auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch macht Spaß, diese Abzocke von EA anzugucken. Ohne Mist, das ist so sinnlos. Wenn ich da sehe, was da für Upgrades sind oder das Team der Woche, das ist einfach nur zum Kotzen. Traurig. Mega traurig. Naja. Gut. Dann verabschiede ich mich hiermit von euch. Macht's gut. Euer Gorilla.